Das war ein gutes Spiel. Wir haben 13 gewonnen. Super. Und ich habe 2 Tore geschossen. Und hier ist er, der zweifache Torschütze, Max! Renzig! Max! Renzig! Max! Renzig! Super, du bist mein Held. Schreit ja nach einer Belohnung, was? Ach, der feine Herr lässt was springen heute. Großzügiger Mensch, Herr Renzig. Geh schon mal zum Auto, Max. Ihr könnt mich mal. Euch bin ich überhaupt nicht schuldig. Ja, so schön, dass du kein schlechtes Gewissen hast. Ach, Bärchen. Gibt's irgendein Problem? Kevin versteht's einfach nicht. Das ist eine Firma und kein Wohltätigkeitsverein. Ich glaube, mir kommen gleich die Tränen. Mir auch. Du denkst aber auch unseren Termin heute Abend. Hm? Klar. Bring nur Max nach Hause. Was? Aber wusstest du, dass Ecki früher links außen gespielt hat? Sicher. Er war berüchtigt für seine beiden Anflanken. Den Ball musste man meistens aus dem Bach fischen. Dein Vater hat das Tor nie getroffen. Meine Flanken waren erste Sahne. Schreib schon mal ein. Was machst du denn hier? Ich spiel ab und zu alte Herren. Hast du Ärger? Schwierige Zeiten, Ecki. Firma läuft nicht so, wie sie sollte. Ach, übrigens hab ich deine Mutter getroffen. Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Die Nummer vom verlorenen Sohn. Lass dich mal zu Hause blicken. Ließ jetzt den Fahrer noch bitten, eine Messe für dich zu lesen. Wenn's helfen würde, hätten sie es schon getan. Tschüss. Tschüss. Max? Hallo. Ich weiß nicht, wo Max ist. Ja, der versteckt sich irgendwo. Max! Den ganzen Abend zu Hause, oder? Ist noch alles in Ordnung. Ich habe beide ins Bett gebracht und dann war ich noch mal kurz draußen. Max! Max! €100.000, wenn Sie Ihren Sohn lebend wiedersehen wollen. Ja, wir müssen die Polizei anrufen. Hier steht, dass wir das nicht machen sollen. Ja, und dann? Was willst du denn machen? Wo willst du denn €100.000 auftreiben? Das weiß ich noch nicht. Du kriegst halt nicht mal einen Kredit für deine Firma. Lass mich raten. Du bist bei der Beförderung im Finanzamt übersehen worden? Sehr witzig. Irgendeine Frau hat dich abblitzen lassen? Es gibt Wichtigeres. Was denn Wichtigeres? So ein Gesicht machst du sonst nur, wenn ich dein Auto zu Schrott gefahren habe. Der Sohn meines Cousins ist entführt worden. Entführt? Wann? Letzte Nacht. Wieso war da nichts in den Nachrichten? Weil es keiner weiß. Nicht mal die Polizei. Thomas will die Lösegeldsumme bezahlen. Hat er so viel? Der leiht sich das zusammen. Von dir auch? Wie viel? Mensch, Georg, was soll ich denn machen? Soll ich sagen, ihr kriegt nichts? Ich spare lieber auf eine Reise in die Karibik? Ist doch Wahnsinn, so eine Sache ohne die Polizei durchzuziehen. Ja, mein Reden. Aber erklär das mal meinem Cousin Thomas. Er ist mit dem Nerven am Ende und deshalb musst du mitkommen. Mitkommen? Wohin? Nach Horsthausen. Was soll das? Warum hast du ihn mitgebracht? Georg ist Privatdetektiv. Er hat sowas schon etliche Male gemacht. Ecki. Na und, die wollen, dass ich das Geld übergebe? Dazu brauche ich keinen Profi. Ich gehe dann mal. Ja, bitte gehen Sie. Viel Glück. Bitte bleiben Sie. Ich finde, Ecki hat recht. Wir brauchen Hilfe. Du kannst das nicht alleine machen.
Warum glaubt hier eigentlich jeder, dass ich nicht in der Lage bin, meinen Sohn zu retten? Und dein Sohn? Ich rufe Dr. Fahler an. Los, Max. Max kommt bald wieder. Wissen Sie, wo Sie das Geld hinbringen sollen? Es stand ja ein Brief. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise verraten Entführer den Übergabeort erst im letzten Moment. Wieso? Damit Sie nicht geschnappt werden. Die Polizei könnte ja vor Ihnen da sein. Ja, die sind sich eben sicher, dass ich nicht die Polizei rufe. Ja, dann ist es vielleicht jemand, der dich kennt. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Wo ist sie? Oben. Was ist los? Sie schläft. Dr. Fahler hat ihr eine Spritze gegeben. Thomas, bitte bleib hier. Lass Herrn Wilsberg das machen. Damit Sie wissen, wie er aussieht. Wilsberg. Oh Mensch, Overbeck. Lassen Sie das. Stellen Sie ihn auf die Beine. Mit dem Lösegeld. Was machst du hier? Spazieren gehen. Du bist für Thomas Rensing eingesprungen, stimmt's? Hast du jemanden gesehen? Na wie denn, wenn du mit deinen Truppen hier den Wald belagerst? Ach, erzähl mir doch nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Wo hast du deinen Verstand gelassen? Was machen wir jetzt mit ihm? Ja, nix. Ja, nicht strafbar, mit Geld im Wald spazieren zu gehen. Wer hat euch überhaupt informiert? Ich hatte Angst. Was hätten wir denn gemacht, wenn die Entführer mit dem Geld verschwunden wären, ohne Max laufen zu lassen? Warum machst du das? Du hast alles kaputt gemacht. Ihre Frau hat alles richtig gemacht. Es ist unvernünftig, so etwas im Alleingang durchziehen zu wollen oder mit Hilfe eines Privatdetektivs. Eine Entführung ist Sache der Polizei. Ach ja? Was haben Sie denn erreicht mit Ihrer Einmischung? Nichts! Gar nichts! Ich kann Ihnen sagen, was wir verloren haben. Wertvolle Zeit. Ich bin sicher, dass die Entführer Spuren hinterlassen haben. Spuren, die eventuell zu ihrem Sohn führen könnten. Das werden die Kollegen von der KTU sein. Sie sollen im Kinderzimmer anfangen. Wir werden alles tun, um Ihren Sohn zu finden. Vertrauen Sie mir. Herr Wilsberg. Es tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Ist schon in Ordnung. Ich bin sicher, Sie werden Max bald wiedersehen. Und, was denkst du?
suchen keinen Jungen, der entführt worden ist. Wir suchen entweder einen Jungen, der weggelaufen ist, oder... Oder? Eckhard! Papa! Unser verlorener Sohn. Hast du Langeweile oder ein schlechtes Gewissen? Das ist Georg Wilsberg, von dem ich euch erzählt habe. Tag. Tag, der Privatdetektiv. Genau. Eckhard sagt, Sie hängen finanziell so ziemlich in den Seilen. Ach, sagt ihr das? Dann erzählt es mal nicht weiter, sonst ist er wegen Verrat von Steuergeheimnissen dran. Ja, also wir müssen dann mal wieder. Sag mal, was ist eigentlich los? Warum ist die Polizei bei Thomas und Melanie? Warum besuchst du nicht einfach deine Eltern und erzählst ihnen alles haarklein? Eine ausgezeichnete Idee, nicht wahr, Eckhard? Ja, das würde ich ja gern, aber ich muss Georg noch nach Hause bringen. Ich kämpf mich schon durch, Eckhard. Thomas und Melanie, die können sich wenigstens gegenseitig stützen in so einer schwierigen Situation. Nein, nein, Mama, danke. Und wen hast du? Was soll das heißen? Du hast niemanden, außer uns. Es gibt schon jemanden. Aber ich bitte dich, Eckhard. Du und dieser verkrachte Privatdetektiv. Was soll denn das heißen? Und diese junge Frau, dieses junge Ding, von der du immer erzählst. Und dass der dieser Wilsberg bei sich wohnen lässt. Dieses junge Ding heißt Alex, ist mittlerweile eine erfolgreiche Rechtsanwältin. Und sie wohnt nicht bei Wilsberg. Wie konnte das passieren? Sehen Sie es mal so, Herr Farnhold. 25.000 Euro sind immer noch besser als das, was die Gegenseite gefordert hat. Ich bin davon ausgegangen, dass ich gar nicht zahlen muss. Und Ihr Chef hat mir versichert, dass wir gute Karten haben. Vor Gericht gibt's Ihnen keine Garantie. Vielleicht hätte ein Anwalt mit mehr Überzeugung, für die richtige Sache zu kämpfen, auch mehr Erfolg gehabt. Manchmal muss man eben auch für seine Fehler bezahlen. Sehen Sie, genau das meine ich, Frau Hartkamp. Sie stehen nicht bedingungslos hinter mir. Du brauchst eine Frau, Eckhard. Eine Familie. Alle deine Freunde in Horsthausen sind verheiratet. Jawohl, und haben ein Haus gebaut und Kinder in die Welt gesetzt. Ich bin noch nicht so weit. Erst neulich, da habe ich gedacht, wie könnte es sein? Mama, nein, nicht schon wieder. Ich bin schon groß. Ich kann das alleine. Die Silke ist so eine nette junge Frau. Welche Silke? Silke Sessendrup. Ihr habt doch schon im Sandkasten miteinander gespielt. Mama, das war vor 30 Jahren. Vielleicht ist sie mittlerweile fett und hässlich. Sie hat einen sicheren Job, Arzthelferin, und sie ist nicht gebunden. Ja, ist sie nicht mit diesem... Predigt ist da weg. Der Blödmann hat sie sitzen lassen. Die möchte nicht mehr allein sein. Das habe ich ganz genau gespürt. Ja, ich denke drüber nach. Versprochen. Aber willst du jetzt etwa noch nach Münster fahren? Ich habe doch schon dein Bett überzogen mit der blauen Bettwäsche, die du so magst. Es ist doch immer noch dein Zimmer. Ja, Wagen 30, Ton 70, Bauchverstärkung. Ich möchte, dass die ganze Gegend abgesucht wird. Jede Hütte, jedes Erdloch. Das wird Tage dauern. Wo ist der Bus? Welcher Bus? Der Bus mit den Leuten, die das interessiert. Hey, was machen Sie da? Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Kennen Sie diese Socke? Kennen Sie Wolfgang Schwenter? Schwenter? Hatte Max vielleicht irgendeinen Kontakt zu ihm? Der wohnt doch ganz alleine. Würde mich wundern, wenn er jemals mit ihm gesprochen hätte. Was ist mit Wolfgang Schwenter? Der Mann ist einschlägig bekannt. Was heißt das? Schwenter stand vor 10 Jahren vor Gericht, wegen sexuellem Missbrauch eines Jungen. Ja, aber er wurde freigesprochen. Aus Mangel. Kann ich Sie sprechen, Herr Overbeck? Herr Farnhold hat mich gerade angerufen. Das überrascht mich nicht.
Er war einer unserer wichtigsten Mandanten, Frau Holtkamp. Ich begreife nicht, wie Sie ihn derart vor den Kopf stoßen konnten. Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Mandanten haben immer recht. Als Anwältin dürfen Sie vielleicht etwas anderes denken, aber niemals sagen. Sehen Sie, da unterscheiden sich unsere Auffassungen. Ich möchte eine unabhängige Beraterin sein. Wo Sie gerade davon sprechen, Sie werden die nächste Zeit nur noch die Pflichtverteidigung übernehmen. Das wird Ihnen manche Illusionen rauben und Ihre Unabhängigkeit noch weiter voranbringen. Warum nicht? Menschen, die Pflichtverteidiger brauchen, sind wenigstens dankbar. Na, so ist das, wenn man in die Mühlen der deutschen Justiz geraten ist. Da muss man für alles als Sündenbock herhalten, egal wofür. Warum sagen Sie uns nicht einfach, wo der Junge ist? Weil ich es nicht weiß. Weil ich ihn gar nicht kannte. Habe ihn vielleicht ein, zwei Mal auf der Straße gesehen. Kannte? Wieso sind Sie davon überzeugt, dass er nicht mehr lebt? Sie müssen mir jetzt nicht das Wort im Mund verdrehen. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Wo waren Sie vorgestern Abend zwischen 20 und 24 Uhr? Ja, hier, wo sonst? Allein? Natürlich. Das kann auch niemand bezeugen, falls Sie das meinen. Hm? Bingo! Das hier war hinter einem Balken versteckt. Die gehört mir nicht. Das glaube ich Ihnen gerne. Sie gehört Max Rensing, nicht wahr? Die will mir einer unterschieben. Da will mir jemand was anhängen hier. Spucken Sie endlich aus, wo der Junge ist! Ich weiß es nicht! Herr Schwenter, sagen Sie uns einfach, was sich hier vorgestern Abend ereignet hat. Ja, nichts. Ich habe ferngesehen. Mutantenstadel, CSI Havixbeck oder Bauer sucht Kuh? Ich weiß nicht. Ich habe den Jungen nicht angefasst. Herr Schwenter, ich nehme Sie vorläufig fest. Wegen des Verdachts, den 12-jährigen Max Rensing entführt zu haben, strecken Sie Ihre Arme aus. Umdrehen. Sie haben Schwenter verhaftet. Verstehst du nicht? Schwenter, das ist derjenige, der Max... Was? Der ihn angefasst hat, der ihn umgebracht hat, der ihn gewürgt hat, der ihn mit seinen dreckigen Fingern... Hör auf damit! Der vergewaltigt hat. Hör auf damit! Max ist tot! Ist er nicht? Er ist tot! Ist er nicht? Er ist tot! Ist er nicht? Ist er nicht? Ist er nicht? Ist er nicht? Auf! Was ist, wenn er gar nicht entführt wurde? Sein Fahrrad ist weg. Er könnte doch auch einfach abgehauen sein. Sitzt jetzt irgendwo und traut sich nicht bei uns anzurufen. Wie haben Sie Max dazu gebracht, das Haus zu verlassen? Haben Sie ihn gelockt? Mit Geld? Oder mit was anderem? Ich warte auf einen Anwalt. Was ist denn dann passiert? Wollte Max nicht so mitspielen? Und Sie haben die Beherrschung verloren? Ohne Anwalt sag ich nichts. Lebt der Junge noch? Wenigstens das sollten Sie sagen. Oberbeck, Oberbeck. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Sind Sie mal, sind Sie verrückt geworden, Oberbeck? Lassen Sie mich 5 Minuten mit dem Arsch alleine und ich prügel die Wahrheit aus ihm raus. Ich glaube doch nicht allen Ernstes, dass ich das zulasse. Wieso schützen Sie diesen Kinderschänder noch? Ich schütze ihn nicht. Aber er hat die gleichen Rechte wie jeder Verdächtige. Wir warten deshalb auf seinen Pflichtverteidiger. Was für eine Pfeife wird das wohl sein? Alex? Was machst denn du hier? Ich bin wegen Wolfgang Schwenter hier. Hast du seine Akte gelesen? Ja. Scheint kein besonders netter Zeitgenosse zu sein. Und wenn er 100-mal freigesprochen wird, für mich ist das Schwein schuldig. Das muss erst mal bewiesen werden, oder? Ja, ganz genau. Komm, ich mache euch mal bekannt. So, Herr Schwenter, das ist Frau Holtkamp. Sie sind Anwältin? Haben Sie überhaupt schon Ihr Jura-Examen bestanden? Ja, ich bin Rechtsanwältin. Ehrlich gesagt habe ich mich auch nicht darum gerissen, Sie zu vertreten. Natürlich können Sie Frau Holtkamp ablehnen, Herr Schwenter. Aber dann wird es dauern, bis Sie eine neue Vertretung bekommen. Ist egal. Sind ja sowieso alle von meiner Schuld überzeugt. Och Gottchen, mir kommen die Tränen.
Herr Overbeck, sparen Sie sich Ihre Kommentare, ja? Haben Sie meine Anwältin verstanden? Jetzt würde ich gerne mit ihr unter vier Augen sprechen. Ja, ja, gut, Overbeck. Sie haben eine Viertelstunde. Overbeck. Also? Was haben Sie mir zu sagen? Ich bin unschuldig. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es reicht, wenn Sie so tun, als ob. Vor 12 Jahren bin ich auch freigesprochen worden. Aus Mangel an Beweisen. Mehr verlange ich gar nicht. Es wird diesmal nicht gelingen. Es gibt die blutigen Kleidungsstücke von Max, die auf Ihrem Grundstück gefunden wurden. Die hat da irgendjemand versteckt. Wer? Der irgendwer, der Mörder, nehme ich an. Woher wissen Sie, dass Max ermordet wurde? Seien Sie nicht so naiv, Schätzchen. Der Junge ist tot. Nennen Sie mich nie wieder Schätzchen. Ist das klar? Oh, Sie machen mir Angst. Ja, okay, ich hab verstanden. Übrigens kommt die Hälfte des Dorfes dafür in Frage, falls Sie jemanden suchen, der mir irgendwas anhängen will. Ich bin nicht besonders beliebt in Hausthausen. Das wundert mich nicht. Das ist eine Charakterschwäche. Ich mag keine Menschen. Hauptsache, Sie überzeugen das Gericht, dass die Beweise nicht ausreichen. Tschüss, Ecki. Sie wünschen? Ich brauche Ihre Hilfe. Wobei? Es gibt eine neue Lösegeldforderung. Ich denke, die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet. Ja, vielleicht war es ein Komplize. Ach. Ich hab's niemandem gesagt, weder meiner Frau noch der Polizei. Herr Rensing, ich verstehe Ihre Sorge um Max. Aber wenn Sie mal eine ehrliche Meinung hören wollen, ich glaube, hinter der neuen Forderung steckt ein Trittbrettfahrer, der scharf ist auf Ihr Geld. Ja, das dachte ich auch, aber in dem Brief, da stehen Sachen, die kann keiner wissen von außen. Herr Wilsberg, Sie sind der Einzige, dem ich vertraue. Ich bezahle Sie auch. Mich zu Ihnen setzen? Willst du uns nicht was zu trinken holen? Nein, eigentlich muss ich... Doch nicht jetzt. Lass es klingeln. Ecki, geh ran. Es könnte wichtig sein. Nur wir zwei sind wichtig. Mensch, Ecki, was soll das denn? Die Welt da draußen kann bis morgen früh warten. Wie du das sagst. Traum mir. Dann probier's bitte noch einmal. Ihr gewünscht.
Ecke, das darf doch wohl nicht wahr sein. Verdammt. Mit wem telefonierst du denn? Es ist nichts. Geh bitte wieder rein. Herr Wilsberg? Wäre es jetzt nicht an der Zeit, Max freizulassen? Max, der Junge, für den Sie das Geld kassiert haben? Ach, Sie sind dieser Privatdetektiv. Was ist mit dem Jungen? Lebt er noch? Ich habe ihn nicht entführt. Nein, für Sie war es eine gute Gelegenheit, schnell an Geld zu kommen. Thomas Rensing ist mein Partner. Umso schlimmer. Sie können das nicht verstehen. Es ist ganz anders, als Sie denken. Ich muss das auch nicht verstehen. Ich kenne Kommissarin, die hört Ihnen sehr gerne zu. Keine Polizei, bitte. Unsere Firma ist pleite. Keine Bank gibt uns noch irgendeinen Kredit. Und da hab ich gedacht... Sie dachten, das Lösegeld hilft Ihnen, über die Flaute zu kommen. Ihnen war die gemeinsame Firma wichtiger als das Kind Ihres Partners. Tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Was sind Sie für ein Vater? Wie kann man denn auf so verrückte Gedanken kommen? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Das war meine Idee. Wie viel hat Ecke Ihnen geliehen? 10.000. Die nehme ich jetzt. Und dann will ich Sie nie mehr wiedersehen. Silke. Welche Silke? Welche Silke? Na ja, Silke, deine Silke. Silke Sestendrup. Ach so.
Ja, und wo ist... Suchst du die Frau von gestern Abend? Nein, du bist... Manchmal habe ich Lust, mich ein bisschen zu verkleiden. Und ich bin drauf reingefallen. Ach, war das denn so ein Reinfall für dich? Nein. Es war... Meine Eltern freuen sich übrigens, dich wiederzusehen. Was? Deine Eltern wissen von uns? Ich habe eben mit denen telefoniert. Oh mein Gott! Mein Handy. Wo ist mein Handy? Ich brauche sofort mein Handy. Du hast mir gestern mein Handy weggenommen. Wo ist denn das? Mein Gott! Ich hätte es schon nicht behalten. Mensch, der Georg macht mich zur Schnecke. Wie spät ist denn das? Welcher Georg? Ach. Ecki. Mein Handy hatte auf einmal keinen Empfang mehr. Ja. Auf einmal. Wer hat dich denn abgelenkt? Niemand. Ich. Was ist das denn? Dein Geld. Hast du den Kerl erwischt? Den Kerl, der das Geld abgeholt hat. Ja und? Was und? Ach Georg, muss man dir alles aus der Nase ziehen? Was ist mit Max? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dein Cousin Thomas die Geldübergabe inszeniert hat. Thomas, das wird er nie tun. Das glaube ich nicht. Na, du glaubst ja auch, dass Horsthausen ein friedliches, idyllisches Dorf ist, in dem nur freundliche Menschen wohnen. Träum weiter, Ecki. Du siehst immer nur das Schlechte. Deswegen werde ich auch selten enttäuscht. Jetzt fahr endlich los. Sie haben bis jetzt keinen einzigen Beweis, dass Max im Haus war. Es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, nicht mal ein Haar. Wir werden etwas finden, da bin ich ganz sicher. Außerdem haben wir immer noch das Käppi und die Socke. Die an öffentlich zugänglichen Orten lagen, ja. Nicht zu fassen, Schwenter hat sie eingewickelt. Nein, aber bis zum Beweis des Gegenteils gilt auch für einen Typen wie Schwenter die Unschuldsvermutung. Er war's. Das sagt mir mein Bulleninstinkt. Und ohne die Geschichte vor 12 Jahren, wären Sie da auch so überzeugt? Was spielt das für eine Rolle? Semper aliquid haeret. Etwas bleibt immer hängen. Seit wann können Sie Latein, Oberbeck? Großes Latinum. Niemand steht vollkommen unschuldig vor Gericht. Damals konnte er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber diesmal werden wir ihn festnageln. Darauf können Sie sich verlassen. Wir machen hier weiter, wenn wir noch 10 Tage lang alles umgraben müssen. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Frau Holtkamp. Ich habe noch zu tun. Sie können ja in der Zwischenzeit bei Ihrem Mandanten Händchen halten. Kaffee? Nee. Davon hatte ich heute schon genug. Stress? Das kann man wohl laut sagen. Ich habe einen Mandanten, den möchtest du nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Und trotzdem könnte er unschuldig sein. Was außer mir scheinbar niemand für möglich hält. Rechtsanwalt kann manchmal ein ganz einsamer Beruf sein. Wolfgang Schwenter, mein Mandant. Du vertrittst Schwenter? Siehst du? Du reagierst genau wie alle anderen auch. Dabei hat er eine Chance verdient. Muss nur irgendwas finden, was ihn entlastet. Kannst du lange suchen. Eine Spur, die wegführt von Schwenter. Tut mir leid, Alex, ich kann dir nicht helfen. Oh, warum denn nicht? Kundschaft. Herr Wilsberg, ich wollte mich entschuldigen. Also ich bin davon überzeugt, dass Schwenter unschuldig ist. Du sollst ein... Schwenter hat meinen Sohn gar nicht entführt? Das ist Thomas Rensing, der Vater von Max. Das ist Alex Holtkamp, die Anwältin von Schwenter. Hallo. Das heißt ja, Max lebt noch. Herr Wilsberg, irgendjemand muss nach Max suchen. Unabhängig von der Polizei. Das geht nicht. Mensch, Georg, Anna Springer hat sich total auf Schwenter eingeschossen. Die unternimmt nichts. Lassen Sie uns nicht hängen. Eins möchte ich noch klarstellen.
Ich mache das nicht ihretwegen. Und große Hoffnungen mache ich Ihnen auch nicht. Immer noch besser, als einfach nur zu warten. Max hat das Haus freiwillig verlassen, oder? Das sagt die Polizei, ja. Es gibt keine Hinweise auf irgendwelche Eindringlinge. Außerdem ist sein Fahrrad verschwunden. Kann ich mal sein Zimmer sehen? Wenn irgendwas ist, ich bin unten. Danke. Polizist. Und was machst du hier? Naja, ich versuche Max wiederzufinden. Wo ist Max denn? Das ist eine gute Frage. Komm, ich kann Wilsberg stören. Sie stört nicht. Sagen Sie, interessiert Max sich für UFOs? Wofür haben Sie sich denn interessiert, als Sie 12 waren? Oh, für alles Mögliche. Hauptsache, es war weit genug weg von zu Hause. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht was übersehen habe. Hat er irgendwas gesagt und ich habe nicht zugehört. Vielleicht glaubt er auch wirklich an UFOs. Von wem hat er das? Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht von seinem Vater. Thomas interessiert sich nicht für ferne Welten, dem reicht das hier. Und Ihnen? Reicht Ihnen das auch? Ich denke, das geht Sie nicht an. Ach, sagen Sie, was macht Max nachmittags, wenn er aus der Schule kommt? Er ist meistens auf dem Fußballplatz. Er trainiert zweimal die Woche und am Wochenende Spiele. Er verbringt fast mehr Zeit mit Nils als mit uns. Nils? Nils Erdl? Wer will das wissen? Georg Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Sie sind hier wegen Max, stimmt's? Ich habe gehört, Sie kennen ihn gut. Ja, ich bin viel mit den Jungs zusammen. Hat sich in letzter Zeit verändert? Was meinen Sie? Ja, der Tick mit den UFOs zum Beispiel. Tick? Sie glauben wirklich, wir sind allein im Weltall? Ja, außer auf Fußgängerampel ist mir in letzter Zeit kein kleines grünes Männchen begegnet. Sie sind weder klein, noch sind Sie grün. Aber Sie kommen regelmäßig zur Erde. Dafür gibt es genügend Beweise. Und die werden von unserer Regierung verschwiegen. Ah ja. Um das Wahlvolk dumm zu halten. Das ist genau wie die Sache mit dem World Trade Center. Ach, für den Anschlag sind auch die Außerirdischen verantwortlich. Nein. Die CIA. Hammer. Es gibt eine Menge Dinge zwischen Himmel und Erde, die in keiner seriösen Zeitung stehen. Und die Außerirdischen, was machen die so? Sie beobachten uns. Manchmal holen sie einen Menschen in ihr Raumschiff und untersuchen ihn. Ist Max auch von einem Raumschiff entführt worden? Ich würde mich nicht wundern, wenn er in ein paar Tagen wieder auftaucht. Es kommt vor, dass Menschen tagelang verschwinden und sich an nichts erinnern können. Wenn mir sowas passieren würde, ich würde freiwillig zum Arzt gehen. Sie müssen es ja nicht glauben. Georg! Ich dachte, du bist fertig mit Horsthausen. Männer in deinem Alter sollen keine kurzen Hosen mehr tragen. Was wolltest du von Nils Erdl? Was hältst du von dem? Tickt nicht ganz richtig. Ja, glaubt an UFOs. Ja, sag ich doch, ein Spinner, aber ein harmloser. Der kann gut mit den Jungs umgehen. Tschüss. Wir sehen uns. Wenn du in Horsthausen lebst, ist es nicht so abwegig, an Außerirdische zu glauben. Solltest mal die Typen sehen, die in der Dorfkneipe rumhängen. Da denkst du, die Aliens sind schon gelandet. Annika. Tschüss. Hallo, Ecki. Grüß dich. Was darf's denn sein? Zwei Bier. Tagkönner, das ist ja entzückend. Lange nicht gesehen. Freddy Düsterbeck, der Mann, der die Chance seines Lebens verpasst hat. Was quatschst du da? Ich sag nur Silke Sessendrup. Die Frau kennt nur ein Thema. Heiraten. Tatsächlich? Mhm. Was hast du denn da mitgebracht? Ein Freund. Ein Freund. Hey. Ist es nicht der Schnüffler, von dem man sich erzählt? Und wenn? Hat sich ausgeschnüffelt, Fetti. Schwinter sitzt im Knast.
Danke. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich wusste gar nicht, dass das eine Frage war. Was machst du hier? Ich will in Ruhe mein Bier trinken, ohne mich blöd von der Seite anquatschen zu lassen. Also wir denken, dass es Schwenter war. Mach sie mal ran. Sie können denken. Bist du krank? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das müssen Sie mir sagen. Sie kennen Horsthausen ja besser als ich. Ich würde vorschlagen, du trinkst dein Bier und dann verschwindest du von hier, Opa. Was ist das? Hey, halt die Luft an, Kevin! Kevin! Der Mann ist hier genauso Gast wie du. Und ich entscheide, wer hier bleiben darf und wer nicht. Ich muss los. Danke, stimmt so. Ich muss noch zu meinen Eltern. Grüß Mami schön. Von dir bestimmt nicht. Also, ey, noch so ein Ding, Leute, und ich sag's. Du schon sagst, eigentlich sind die Horsthäuser ganz nett. Meistens jedenfalls. Viel Spaß bei deinem Familientreffen. Wieso, was hast du noch vor? Ich folge deinem Rat, ich lerne die Horsthausener besser kennen. Na, das kann unangenehm werden, hast ja gemerkt. Wieso? Ich bin eigentlich auch ganz nett. Meistens jedenfalls. Oh, Sie haben sich's anders überlegt. Naja, mir ist eingefallen, dass ich heute Abend noch nichts vorhab. Freut mich. Was redest du denn für einen Müll, Annika? Geh dich überhaupt nichts an, Kevin. Kevin, der Schrecken aller Lehrer. Bei uns in Münster sagen sie, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Oh, lustig, du Arschloch. Tschö, Annika, hier wird's uns zu laut. Tschüss, Frau Meyerbrink. Es gibt ja einen Grund, warum Thomas Rensing hier nicht so beliebt ist in Horsthausen. Er hatte mal 10 Angestellte. Und seit es seinem Betrieb nicht mehr so gut geht, hat er die meisten von ihnen entlassen. Das interessiert hier niemanden, Annika. Doch. Ich bin ganz Ohr. Ich will damit nur sagen, dass seine Ex-Angestellten ziemlich sauer auf Thomas sind. Und auf alle, die für ihn arbeiten, so wie Sie. Wie ist das mit Ihnen, Kevin? Haben Sie auch für Rensing gearbeitet? Muss doch ziemlich bitter sein, auf einmal viel weniger Geld in der Tasche. Da kann man schon auf fiese Gedanken kommen. Was willst du denn damit sagen, Fettsack? Ja, ist doch ein prima Motiv. Wer will schon auf Hartz IV zu Hause sitzen und den großen Jungs beim Spielen zugucken? Du traust dich, Kevin, Schluss jetzt! Mal. Das hier ist keine Höhle und wir sind auch nicht im Neandertal. Verstanden? Ich bin eigentlich die Sandflut in Person. Kevin, okay, willst du an dem Typen nicht die Finger schmutzig machen? Wir sehen uns, Petzack. Das ist ja schön, wie Sie meinen Umsatz heute in den Keller treiben. Ich dachte, zu zweit ist eh gemütlicher. Du hast ja für viel gedeckt. Erwartet ihr noch Besuch? Sie ist zufällig vorbeigekommen. Ja. Hallo, Ecki. Silke! Mein wilder Stern, willst du mich heute Nacht wieder auf deine Hand nehmen? Richtig so, beschnuppert euch erst mal. Und wenn ihr nach dem Essen ungestört sein wollt, Mutti ist dann hier in der Küche. Und ich schalte mein Hörgerät ab. Nein, nein, ich muss morgen früh raus. Und Silke bestimmt auch. Aber ist mein Bett so gemütlich? Hat euch Ecki eigentlich letztens erzählt, dass wir uns getroffen haben? Nö. Wirklich? In der Tankstelle. Ganz zufällig. Lustig, nicht? Ja. Ach, das riecht aber lecker, Mama. Sie können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem Dorf zu leben. Naja, ist in Münster auch nicht viel anders. In 1 oder 2 Jahren bin ich hier weg. Ah ja. Was machen Sie dann? Keine Ahnung. Haben Sie Familie? Ach, nein. Also nicht im eigentlichen Sinne. Oh, Scheiße. Was denn? Es ist schon so spät. Ich finde doch hier bestimmt kein Taxi mehr. Ich könnte Ihnen ein Gästezimmer vermieten. Klingt super. So, da sind wir. Ich muss noch aufräumen. Und später? Mal sehen.
Kommst du noch mit drauf? Ich bin sowas von heiß. Zickig. Was? Wir sollten nichts überstürzen, finde ich. Vielleicht hast du ja recht. Ich will dich nicht überfordern. Das wäre auch bestimmt verkehrt. Ich melde mich bei dir ganz sicher. Gelaufen. Kevin. Oder seine Freunde, vermute ich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Bett. Schade, dass Sie es nicht vorhin gesagt haben. Daran dürfen Sie nicht mal denken. Au! Oh. Oh. Ich rufe einen Arzt. Nein, kein Arzt. Oh. Sagte der Held und weinte in seine Kissen. Arzt oder Krankenwagen, Sie dürfen wählen. Arzt. Also ein, zwei Rippen könnten angebrochen sein. Sie sollten sich auf jeden Fall morgen röntgen lassen. Und vor allen Dingen ruhig bleiben. Sagen Sie es dem, der mich überfallen hat. Ja, die Horsthausener sind nicht einfach zu nehmen. Wenn man etwas macht, das ihm nicht passt, dann bekommt man es an allen Ecken zu spüren. Au! Hören Sie dazu? Nein. Ich bin zugezogen. Aha. So. Für den Fall, dass die Schmerzen schlimmer werden, Sie können sich wieder anziehen. Behalten Sie ihn im Auge. Ich werde es versuchen. Nacht. Nacht. Au! Oh. Sie haben doch gehört, was der Doktor gesagt hat. Sie sollen brav im Bett bleiben. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Fast nichts. Ich? Ja. Wascht einmal, ihr hängt durch. Polizei hat die Suche bei Schwenter eingestellt. Wir haben nichts gefunden. Hast du mir zugehört? Ja. Ich kann das doch nicht mehr. Thomas, ich muss dir was sagen. Mir geht's genauso beschissen wie dir. Wie geht's dir heute Morgen? Ich fühle mich, als hätte mich ein Pferd getreten. Kaffee? Später. Wo finde ich denn diesen Kevin? Der wohnt bei seinen Eltern, ganz in der Nähe von Schwenter. Aber Sie wollen es doch jetzt auf... Nein, nein, nein. Ein Gespräch. Unter Männern. Was heißt klauen, Mann? Der braucht das nicht mehr. Schwinter sitzt so im Knast. Was soll das werden, Mann? Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe mich gestern ziemlich blöd benommen. Tut mir leid. Schon mal gesessen? Was geht denn dich das an? Harte Schule, oder? Mann, was soll das Gequatsche? Denken Sie, ich bin blöd? Ich weiß genau, dass Sie mich überfallen haben gestern. Kannst du beweisen? Das wäre das geringste Problem. Kevin, alles in Ordnung? Hier ist alles okay. Komm, Nils, hau ab! Hau ab, Mann, mach dich vom Acker! Ich könnte allerdings auf eine Anzeige verzichten, wenn Sie mir was über Rensing erzählen.
Schwenter war es. Wer denn sonst? Ihr Bruder Nils. Mein Bruder. Ist ein bisschen verwirrt im Kopf. Sieht überall Verschwörungen. Der ist ein Träumer. Aber der könnte keiner Fliege was zuleide. Wenn Sie meinen. Lass Nils aus dem Spiel, okay? Na klar. Sie sagt, sie hat den Jungen, die sie in diesem Max in einem Gartenhäuschen gesehen. Gefesselt. Nur weil mein Hund sich losgerissen hat, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Es ist die fünfte, die den verschwundenen Jungen in den letzten 3 Tagen gesehen haben will. Und meist hatten die Kinder überhaupt nicht die geringste Ähnlichkeit mit Max. Ich habe ihn nur aufgrund des Fotos in der Zeitung erkannt. Sie sagt... Ist schon gut, ich hab's gehört, ich komme. Schauen Sie sich das an, Chef. Zurück. Keine Angst, wir holen dich heraus. Hallo, wie heißt du denn? Leon. Was ist denn hier los? Overbeck, nehmen Sie die Waffe runter. Polizei, wir gehen einem Hinweis nach einem vermissten Jungen. Allerdings frage ich mich, was das da soll. Stefan! Lars, kommt sofort her! Ich habe Ihnen schon so oft gesagt, dass Sie diese blöden Indianerspiele sein lassen sollen. Es gibt Leute, die glauben, dass es Bielefeld wirklich gibt. In Filmen ist andauernd die Rede von Bielefeld, aber niemand kennt einen Menschen, der tatsächlich aus Bielefeld stammt. Mein Freund Manni zum Hier, Beispiel. In meinem Blog 101 Bielefeld erkläre ich die Bielefeld-Verschwörung. Sogar Stadtansichten wurden gefälscht. Schauen Sie hier, es ist eindeutig ein Modell. Ach, Nils. Und hier. Eine Radarfalle, die angeblich 10 Millionen im Jahr einbringt. Das ist doch verrückt. Mich interessieren mehr die Außerirdischen, also die, die Max entführt haben. Wieso? Bei diesen Untersuchungen im Raumschiff, ist da schon mal jemand ernsthaft zu Schaden gekommen oder schon getötet worden? Ja, das kommt vor. Aber ganz selten, verstehen Sie? Das ist nicht geplant. Die wollen uns nicht töten. Wie war das in der Nacht, als Max entführt wurde? Ist dir irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ich war im Wald. Einfach so, ich wollte nachdenken. Da habe ich Lichter gesehen. Welche Lichter? Die kamen aus dem Innern eines... Ich weiß nicht, was es war. Da war jemand. Etwas. Und dann? Bin ich weggelaufen. Wo war das? Drüben im Klutenberg. Kannst du mir die Stelle zeigen? Nein. Nein, ich weiß nicht, ob ich es wieder finden würde. Und mein Bruder hat es mir verboten, dorthin zu gehen. Wer hat denn diese bescheuerte Pressemitteilung rausgegeben? Ja. Es gibt nichts Neues, Frau Anwältin. Vielleicht doch. Wir wollen, dass ihr eine groß angelegte Suchaktion startet. Ah. Haben wir schon gemacht. Aber nicht um Klutenberg, dem Wald westlich von Horsthausen. Sie wissen doch was, Wilsberg. Ich habe einen Zeugen, der hat jemand gesehen, in der Nacht, in der Max verschwunden ist. Den Zeugen hätte ich gerne hier in meinem Büro. Zuerst die Suchaktion, dann bekommst du den Zeugen. Wenn das auf Verschwendung von Steuergeldern hinausläuft, mein lieber Georg, dann stelle ich dir jeden einzelnen Euro in Rechnung. Du weißt schon, dass es nicht zulässig ist. Halt dich doch da raus, Alex.
Reifenspuren. Und hier ist die Erde frisch aufgewühlt. Stopp! Es ist Max. Wissen die Eltern Bescheid? Sie sind schon da. Wer ist der Zeuge? Wen haben Sie da draußen gesehen? Und erzählen Sie mir nicht wieder diesen Quatsch von irgendwelchen Außerirdischen oder der Bielefeld-Verschwörung. Sie werden mich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wer sind Sie? Die da oben. Ja, ich hab dir gesagt, dass er ein bisschen durch den Wind ist. Wenn Sie mir keine Namen nennen oder irgendeine Beschreibung liefern können, dann muss ich annehmen, dass Sie selbst Max getötet haben. Ich? Sie kannten Max gut. Max wäre Ihnen ohne zu zögern in den Wald gefolgt. Sie wollen mich einsperren. Tief unter der Erde. Nein, unsere Gefängnisse sind hell und luftig. Ach, Overbeck! Ja, was denn? Sie dürfen meinen Bruder nicht einsperren. Warum nicht? Weil er das nicht überstehen würde. Dann sagen Sie mir, was da im Wald passiert ist. Hören Sie, ich helfe Ihrem Bruder. Wenn Sie mir helfen. Nils hat Max nicht umgebracht. Dazu wäre er gar nicht in der Lage. Gucken Sie ihn sich an. Was hat er Ihnen erzählt? Das gleiche wie einen anderen auch, dass er die Aliens gesehen hat. Das reicht mir nicht. Abführen. Nein, warten Sie. Er kam irgendwann nach Hause. Mit ein paar Klamotten von Max. Der Baseballkappe, der Socke. Er hat im Wald ein bisschen rumgebuddelt, die Sachen da gefunden, hat er gesagt. Und wie kamen Max Sachen auf Schwenters Grundstück? Ich habe sie da versteckt, um meinen Bruder zu schützen. Und wieso Schwenter? Als ich gesessen habe, habe ich erfahren, dass er mal wegen Missbrauch vor Gericht gestanden hat. Sie haben mir was versprochen! Ja, Sie kommen mit aufs Präsidium und Ihr Bruder zur Untersuchung in die Psychiatrie. Hallo, gehen Sie rücksichtsvoll mit ihm um, Overbeck. Ja, ja. Was hältst du davon? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nils ein Mörder ist. Es sei denn, er glaubt, er hat auf höheren Befehl gehandelt. Diesen Schwenter muss ich laufen lassen. Wir haben nichts mehr gegen ihn in der Hand. Sie haben sich ja mächtig für mich ins Zeug gelegt. Danke. Keine Ursache. Am Anfang dachte ich ja, Sie wären so ein Dummchen frisch von der Uni. Ich brauche nur noch ein paar Unterschriften, dann sehen Sie mich nie wieder. Oh, einen Kaffee trinken wir doch noch zusammen. Hm? Muss noch schnell Milch kaufen. Hey, Kinderschänder. Arschloch. Warten Sie hier, ja? Beeilen Sie sich. Kriegst hier nichts mehr. Was soll denn das? Kauf deine Sachen in Zukunft woanders. Am besten packst du dein Zeug und verschwindest aus Haus. Sie muss jetzt jeden Tag mit Caroline zu Dr. Fahle. Meine Frau und ich, wir. Unsere Beziehung, das funktioniert nicht mehr. Wir reden nicht mehr. Schon seit längerem. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie gibt mir die Schuld. Wahrscheinlich fühlt sie sich selber schuldig. Die Situation. Sie leiden alle drei, jeder auf seine Weise. Wenn ich das Schwein in die Finger kriege, bringe ich ihn um. Ja, was denn? Ich muss mit versprechen. Für Sie, Herr Wilsberg. Entschuldigung,
Georg, gib uns verdammt brenzlig. Ja, wo steckst du denn? Im Haus von Schwenter. Im Hof stehen Leute, die sehen aus, als wollen sie ihn lynchen. Gute Idee. Warum rufst du nicht die Polizei? Mensch, hab ich doch schon. Die haben gesagt, die können frühestens in einer Stunde einen Wagen schicken. Ich denke, Schwenter ist ihnen herzlich egal. Kann ich verstehen. Mich mögen sie vermutlich auch nicht. Bin sofort da. Sie mich schnell zu Schwenter. Bitte. Seid ihr verrückt geworden? Mischen Sie sich nicht ein, sonst sind Sie auch mit dran. Wollt ihr Kevin im Knast Gesellschaft leisten? Hey, 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 hey! Der Mann hat recht! Wollt ihr euch unglücklich machen? Das werdet ihr euer Leben lang bereuen! Seid vernünftig und geht nach Hause. Los, ab! Ganz schön mutig von Ihnen. Da drinnen ist eine gute Freundin von mir. Dann passen Sie gut auf sie auf. Vielleicht sollten Sie wirklich überlegen, von hier zu verschwinden. Ja, irgendwo, wo ich neu anfangen kann, wo mich niemand kennt. Und wo ich machen kann, was ich will. Scheiße. Jetzt, wo alles vorbei ist, können Sie es mir doch sagen. Waren Sie vor 12 Jahren wirklich unschuldig? Ich bin freigesprochen worden. Schon vergessen? Sie weichen mir aus. Tut mir leid, Frau Anwältin. Soweit reicht mein Vertrauen zu Ihnen nicht. Man muss sich für seine Mitbürger wirklich schämen. Sind ja nicht alle so. Sie zum Beispiel oder Dr. Fahle. Die Kinder lieben ihn. Und nicht nur die. Georg! Georg, ich muss mit dir reden. Sofort? Hast du heute Abend Zeit? Ja. Gut, ich bin um 8 da. Das war Alex, sie ist... Eine Freundin. Naja, aber nicht... Mehr als das. Wir sehen uns. Mir gegenüber praktisch zugegeben. Was heißt denn praktisch? Hat er es gesagt? Er hat es angedeutet, dass er vor 12 Jahren schuldig war. Mensch, Georg, ich habe dafür gesorgt, dass Schwenter freikommt. Vielleicht war das falsch. Er könnte tatsächlich Max auf dem Gewissen haben. Es wäre doch ein Riesenzufall, dass ausgerechnet der Bruder von Nils den wahren Täter anschwärzt. Ja, wieso nicht? Ein Verbrecher erkennt instinktiv den anderen. Quatsch! Na? Gibt nichts zu feiern, Ecki. Entschuldigung, ich... Kannst du auch wieder mitnehmen. Was hältst denn du von Nils als Täter? Soll ich ehrlich sein? Nichts. Siehst du? Moment mal, selbst wenn Nils unschuldig ist, deutet das doch nicht automatisch nur auf Schwenter hin. Aber die Außerirdischen können wir ausschließen, oder? Naja. Es ist echt hart für Eltern, ihr Kind zu verlieren. Und dann noch nicht mal zu wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ihr erwartet doch nicht von mir, dass ich weitermache. Hallo. Hallo. Wo ist denn deine Mutter? Einkaufen. Man soll fremden Menschen die Tür nicht aufmachen, ist gefährlich. Aber du bist doch der Freund von Onkel Ecki.
Ich spiele gerade. Sie sehen erschöpft aus, Frau Rensing. Die Probleme, Herr Doktor, die Probleme. Na gut, du kannst meinetwegen reinkommen. Oh. Was hast du denn? Ich bin hingefallen. Ach so. Spielst du denn? Das bin ich. Das ist meine Mami, das ist der Dr. Fahle. Und jetzt das da, der Blonde hier? Max, er guckt nur. Was machen Sie hier? Wir spielen. Ich habe ihr gesagt, sie soll keine fremden Menschen reinlassen. Das scheint ja nicht funktioniert zu haben. Es geht mir nur darum... Wir brauchen Sie nicht mehr, Herr Wiesberg. Vielleicht noch einen Blick in Max' Zimmer zu werfen. Gehen Sie bitte. Schon wieder in Horsthausen? Ich möchte Sie was fragen. Beruflich, nehme ich an. Als Sie sagten, Dr. Fahl ist nicht nur bei den Kindern beliebt, dachten Sie da an die Mütter? Böse Zungen behaupten, nicht wenige der Kinder, die Dr. Fahle behandelt, sind seine eigenen. Aber wie soll das gehen? Sie leben doch alle hier auf dem Präsentierteller. Man trifft sich im Hotel. Außerdem hat Dr. Fahle eine Hütte im Wald. So, das sind alle Asservate, die wir von der damaligen Ermittlung gegen Schwenter noch im Keller hatten. Wieso war Schwenter vor 12 Jahren eigentlich der einzige Verdächtige? Ich weiß es noch ganz gut. Er wohnte im selben Haus wie der Junge. In Schwenters Wohnung fand man heimlich aufgenommene Fotos. Die Eltern des Jungen waren auch schon misstrauisch geworden. Warum konnte man ihm die Tat nie nachweisen? Schwenter war sehr vorsichtig. Er hat den Jungen nicht in seine Wohnung gelockt. Stattdessen gab es einen gefälschten Brief, angeblich vom Sportverein, mit der Einladung zu einer Fete. Und dort ist es dann passiert? Eine Falle. Leider haben die Kollegen am Tatort weder Abdrücke noch DNA-Spuren gefunden. Und der Junge war später so traumatisiert, dass er Schwenter vor Gericht nicht identifizieren konnte. Danke. Sie entspricht aber nicht ganz den Vorschriften. Ich habe das Gefühl, sie arbeitet nicht mehr gegen uns. Der alte Fall interessiert nicht mehr. Nils Erdl heißt unser neuer Verdächtiger. Silke ruft dauernd bei mir an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, mit ihr reden, sowas macht man doch am Telefon. Sie will mich unbedingt ihren Eltern vorstellen. Manche Leute fallen eben mit der Tür ins Haus. Und meine Eltern erst sind ganz begeistert von Silke. Verstehe. Der kleine Ecki soll unter die Haube. Was machst du hier eigentlich? Mich umschauen. Ach, guck mal. Ein Asthmamittel. Noch nicht abgelaufen. Was bedeutet das? Dass es noch nicht lange hier liegt. Ja, ich bin ja auch nicht ganz unschuldig. Wer ist das schon? An der Sache mit Silke, meine ich. Was war eine heiße Nacht? Guck mal da unten. Ja, was ist denn da? Das will ich ja von dir wissen. Kinderfahrrad. Komm wieder rauf. Das ist Blut, oder? Vermutlich. Und jetzt ruf an. Wen? Na, Silke. Muss ich mit ihr aussprechen. Kein Netz.
willst du, Georg? Ein DNA-Abgleich. Es könnte sich um das Blut von Max handeln. Wo ist das her? Sage ich dir, sobald ich das Ergebnis habe. Das dauert. Morgen? Wenn ich richtig liege, dann liefere ich dir den Täter gleich dazu. Wir gehen übrigens davon aus, dass Max... bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Wer weißt du das? Geraten. Ja, aber ob das ein Unfall oder Absicht war, das wird sich noch herausstellen. Und auch wer gefahren ist, Nils oder sein Bruder Kevin. Das passt schon. Was heißt das? Georg? Hallo? Morgen. Georg, du warst bei Anna? Ja. Und? Schwenter war es nicht. Vielleicht kriege ich ihn ja mit der alten Geschichte dran. Wie? Die Forschung hat sich in den letzten 12 Jahren enorm entwickelt. Ich habe mit einem forensischen Genetiker gesprochen. Der glaubt, dass er Schwenters DNA auf einer Briefmarke nachweisen kann, wenn er dran geleckt hat, was ich hoffe. Auf einer Briefmarke? Ja, auf dem Brief, mit dem er sein Opfer in die Falle gelockt hat. Das wäre der Beweis, der vor 12 Jahren fehlte. Sag mal, willst du nicht mal die Seiten wechseln? In solchen Fällen wäre ich lieber Staatsanwältin, das kannst du mir glauben. Wie läuft's denn bei dir? Schlecht. Mir gefällt meine Lösung überhaupt nicht. Wiesberg war heute hier. Er hat mit Caroline geredet. Warum? Weiß ich nicht. Das Recht, mich hier noch länger festzuhalten. Doch, doch, das haben wir. Solange Sie uns nicht sagen, was wirklich passiert ist. Frag meinen Bruder. Das können wir zurzeit leider nicht, weil er nicht vernehmungsfähig ist. Und das ist jetzt mein Problem, oder was? Nils hat keinen Führerschein. Sie dagegen schon. Ach, und jetzt soll ich, oder was? Sie fahren Max Rensing über den Haufen und versuchen jetzt, die Schuld Ihrem psychisch kranken Bruder in die Schuhe zu schieben. Das ist gar nicht nett. Alter! Weißt du überhaupt, was du da sagst? Mhm. Ist klar, ich hab's verstanden. Okay. Und? Das Blut stammt von Max. Also, Georg, wem gehört der Handschuh? Wo hast du ihn her? Ich muss erst noch ein Gespräch führen. Nein, Georg. Anna, gib mir 3 Stunden. Wir haben eine Abmachung. Ich liefere dir, du lieferst mir. Anna, nur 3 Stunden. Nein, jetzt, hier und... Was zum Henker ist denn da los? Ach Gott, sind die alle verrückt geworden. Geh. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. So, was ist denn dabei? Du gehst mit deinem Cousin Thomas in eine Dorfkneipe. Warum kannst du nicht warten? Weil mir Anna im Nacken sitzt. Ich muss so schnell wie möglich mit Melanie sprechen, allein. Kannst du mir nicht wenigstens sagen, worum es geht? Dann wird es dir noch schwerer fallen. Sind aber hartnäckig. Das ist eine meiner besseren Eigenschaften. Haben Sie im Moment Zeit? Zeit? Viel zu viel Zeit. Ich habe neue Informationen darüber, wie Max gestorben ist. Ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht alleine.
schlimm. Na, Ecki, hast du deinen Freund heute nicht mitgebracht? Wilsberg. Nee. Schade. Ist das mit dir? Mit mir? Nee. Ich dachte, es wird besser, wenn ich weiß, wer es getan hat. Jels. Ein kranker Mensch, der unter Wahnvorstellung leidet. Er hat Max aber nicht getötet. Sie waren doch dabei. Sie saßen doch neben Dr. Fahle im Auto. Wovon reden Sie? Von dem Abend, als Max verschwunden ist. Ich nehme an, es ging um das hier. Woher haben Sie das? Ich hab's gefunden. In Dr. Fahles Hütte, da, wo Sie es verloren haben. Ich habe Angst, dass Melanie einfach irgendwann weggeht. Hörst du mir mal zu? Ich? Ja, natürlich. Du hast gerade drüber gesprochen, wie... Wartest du auf irgendwas? Ich? Nein. Machst du uns noch zwei? Mach ich. Ich muss mal kurz auf die Toilette. Sie haben doch miterlebt, wie Max gestorben ist. Nein, das ist nicht wahr. Doch. An jedem Abend haben Sie die Kinder allein gelassen und sich mit Dr. Fahle verabredet. Caroline hatte einen Asthmaanfall. Und Max konnte ihr nicht helfen, weil er dieses Spray nicht fand. Er hat versucht, sie anzurufen, aber er hat sie nicht erreicht, weil da draußen gibt's kein Netz. Max fühlte sich verantwortlich für seine kleine Schwester. Er wollte sie holen. Und er hatte auch eine Ahnung, wo er sie finden würde. Seit einiger Zeit wusste er nämlich von dem Verhältnis zwischen ihnen und Dr. Fahle. Und er kannte die Hütte. Vermutlich hat er sie beide dort beobachtet. Irgendwo in der Nähe der Hütte kommt Max ein Auto entgegen. Sie waren miteinander beschäftigt und abgelenkt. Sie konnten noch gar nicht ahnen, dass Max plötzlich vor dem Auto auftaucht. Sie wollten um jeden Preis verhindern, dass ihre Affäre bekannt wird. Deswegen haben sie Max' Leiche vergraben und Entführung vorgetäuscht. Das ist nicht wahr. Sondern? Ich habe Max gesagt, dass ich kurz weggehen werde, ja. Ja, ich war bei Dr. Fahle auf der Hütte. Aber dann wurde ich unruhig. Ich wollte zu den Kindern zurück. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Seinem eigenen Auto da. Max muss mich verpasst haben. Da ist eine Menge Unglück zusammengekommen. Sie müssen mit der Polizei reden. Ist Thomas hier? Nein, wieso? Hast du ihn gehen lassen? Er wollte nur kurz auf die Toilette. Komm. Herr Rensing? Entschuldigung? Herr Rensing? Zu Dr. Fahle, ja. Bist du sicher? Ja, wahrscheinlich bringt Thomas ihn gerade um. Ein Toter mehr macht die Sache auch nicht besser.
Geben Sie es wenigstens zu. Es war ein Unfall. Der Nebel stand so dicht zwischen den Bäumen, dass ich nichts mehr gesehen habe. Und plötzlich war Max da. Ich habe noch versucht zu bremsen, aber... Den Erpresserbrief habe ich geschrieben. Was hätte ich denn machen sollen? Zur Polizei gehen? Das wäre mein Ende als Kinderarzt gewesen. Am Ende sind Sie jetzt auch. Ein toter Junge. Fahrerflucht. Vortäuschung einer Straftat. Versuchter Totschlag. Wahrscheinlich fallen mir noch ein paar Delikte ein, wenn ich drüber nachdenke. Das alles wegen einer Affäre. Siehst du mal. Du bist ein Held. Ach was. Jeder andere hätte dasselbe getan. Nein, du bist schon was Besonderes. Wir müssen miteinander reden. Finde ich auch. Heute Abend bei mir? Nein. Nicht bei dir. Das neulich war ein Fehler. Fehler? Wovon redest du? Ich wollte nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Ich bin noch nicht bereit. Fürs Heiraten. Ach, glaubst du wirklich, ich will dich heiraten? Naja. Ein Finanzbeamten, der abends über Steuerbescheide redet? So langweilig ist das gar nicht. Da gibt's Fälle. Ach, du bist vielleicht naiv, Ecki. Wir hatten doch Spaß. Wir sollten uns noch mal in Ruhe treffen. Wann? Und gibt's hier eine Kneipe, wo man was trinken kann? Na ja. Lieber nicht. Dann eben nicht. Oh! Overbeck! Ja, Chef. Wir fahren. Ah. Nach Münster? Gerne. Herr Schwenter! Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ach nee. Herr Schwenter, ich verhafte Sie wegen des dringenden Verdachts vor 12 Jahren. Was soll denn das? Was kommen Sie jetzt mit dieser alten Geschichte hier? Ich schätze, Sie brauchen einen guten Anwalt. Auf mich müssen Sie allerdings verzichten. Abführen!
Wir haben 13 gewonnen. Super. Und schon 2 Torschüsse. Und hier ist er! Der zweifache Torschütze! Max! Renzi! Max! Renzi! Max! Renzi! Super, du bist mein Held. Schreit er nach der Belohnung, was? Ach, der feine Herr lässt was springen heute. Großzügiger Mensch, Herr Renzi. Geh schon mal zum Auto, Max. Ihr könnt mich mal. Euch bin ich überhaupt nichts schuldig. Ach, so schön, dass du kein schlechtes Gewissen hast. Ach, Bärchen. Gibt's irgendein Problem? Kevin versteht's einfach nicht. Das ist eine Firma und kein Wohltätigkeitsverein. Ich glaube, mir kommen gleich die Tränen. Mir auch. Du denkst aber unseren Termin heute Abend. Hm? Klar. Bring nur Max nach Hause. Was? Aber wusstest du, dass Ecki früher links außen gespielt hat? Sicher. Er war berüchtigt für seine beiden Flanken. Den Ball musste man meistens aus dem Bach fischen. Dein Vater hat das Tor nie getroffen. Meine Flanken waren erste Sahne. Steig schon mal ein. Was machst du hier? Ich spiel ab und zu alte Herren. Hast du Ärger? Schwierige Zeiten, Ecki. Die Firma läuft nicht so, wie sie sollte. Ach, übrigens hab ich deine Mutter getroffen. Ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Die Nummer vom verlorenen Sohn. Lass dich mal zu Hause blicken. Lies jetzt den Fahrer noch bitten, eine Messe für dich zu lesen. Wenn es helfen würde, hätten sie es schon getan. Tschüss. Tschüss. Max? Hallo. Ich weiß nicht, wo Max ist. Ja, der versteckt sich irgendwo. Max! Abend zu Hause, oder? Alles in Ordnung. Ich habe beide ins Bett gebracht und dann war ich noch mal kurz draußen. Max! Max! €100.000, wenn Sie Ihren Sohn lebend wiedersehen wollen. Ja, wir müssen die Polizei anrufen. Hier steht, dass wir das nicht machen sollen. Ja, und dann? Was willst du denn machen? Wo willst du denn €100.000 auftreiben? Das weiß ich noch nicht. Du kriegst halt nicht mal einen Kredit für deine Firma. Lass mich raten. Du bist bei der Beförderung im Finanzamt übersehen worden? Sehr witzig. Irgendeine Frau hat dich abblitzen lassen? Es gibt Wichtigeres. Was denn Wichtigeres? So ein Gesicht machst du sonst nur, wenn ich dein Auto zu Schrott gefahren habe. Der Sohn meines Cousins ist entführt worden. Entführt? Wann? Letzte Nacht. Wieso war da nichts in Nachrichten? Weil es keiner weiß. Nicht mal die Polizei. Thomas will die Lösegeldsumme bezahlen. Hat er so viel? Der leiht sich das zusammen. Von dir auch? Wie viel? Mensch, Georg, was soll ich denn machen? Soll ich sagen, ihr kriegt nichts? Ich spare lieber auf eine Reise in die Karibik? Ist doch Wahnsinn, so eine Sache ohne die Polizei durchzuziehen. Ja, mein Reden. Aber erklär das mal meinem Cousin Thomas. Er ist mit dem Nerven am Ende und deshalb musst du mitkommen. Mitkommen? Wohin? Nach Horsthausen. Was soll das? Warum hast du ihn mitgebracht? Georg ist Privatdetektiv. Er hat sowas schon etliche Male gemacht. Ecki. Na und, die wollen, dass ich das Geld übergebe? Dazu brauche ich keinen Profi. Ich gehe dann mal. Ja, bitte gehen Sie. Viel Glück. Bitte bleiben Sie. Ich finde, Ecki hat recht. Wir brauchen Hilfe. Du kannst das nicht alleine machen.
Warum glaubt hier eigentlich jeder, dass ich nicht in der Lage bin, meinen Sohn zu retten? Und dein Sohn? Ich rufe Dr. Fahler an. Los, Max. Max kommt bald wieder. Wissen Sie, wo Sie das Geld hinbringen sollen? Es stand ja ein Brief. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise verraten Entführer den Übergabeort erst im letzten Moment. Wieso? Damit Sie nicht geschnappt werden. Die Polizei könnte ja vor Ihnen da sein. Ja, die sind sich eben sicher, dass ich nicht die Polizei rufe. Ja, dann ist es vielleicht jemand, der dich kennt. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Wo ist sie? Oben. Was ist los? Sie schläft. Dr. Fahler hat ihr eine Spritze gegeben. Thomas, bitte bleib hier. Lass Herrn Wilsberg das machen. Damit Sie wissen, wie er aussieht. Wilsberg. Oh Mensch, Overbeck. Lassen Sie das. Stellen Sie ihn auf die Beine. Mit dem Lösegeld. Was machst du hier? Spazieren gehen. Du bist für Thomas Rensing eingesprungen, stimmt's? Hast du jemanden gesehen? Na wie denn, wenn du mit deinen Truppen hier den Wald belagerst? Ach, erzähl mir doch nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Wo hast du deinen Verstand gelassen? Was machen wir jetzt mit ihm? Ja, nix. Der nicht strafbar, mit Geld im Wald spazieren zu gehen. Wer hat euch überhaupt informiert? Ich hatte Angst. Was hätten wir denn gemacht, wenn die Entführer mit dem Geld verschwunden wären, ohne Max laufen zu lassen? Warum machst du das? Du hast alles kaputt gemacht. Ihre Frau hat alles richtig gemacht. Es ist unvernünftig, so etwas im Alleingang durchziehen zu wollen oder mit Hilfe eines Privatdetektivs. Eine Entführung ist Sache der Polizei. Ach ja? Was haben Sie denn erreicht mit Ihrer Einmischung? Nichts! Gar nichts! Ich kann Ihnen sagen, was wir verloren haben. Wertvolle Zeit. Ich bin sicher, dass die Entführer Spuren hinterlassen haben. Spuren, die eventuell zu ihrem Sohn führen könnten. Das werden die Kollegen von der KTU sein. Sie sollen im Kinderzimmer anfangen. Wir werden alles tun, um Ihren Sohn zu finden. Vertrauen Sie mir. Herr Wilsberg. Es tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Ist schon in Ordnung. Ich bin sicher, Sie werden Max bald wiedersehen. Und, was denkst du?
suchen keinen Jungen, der entführt worden ist. Wir suchen entweder einen Jungen, der weggelaufen ist oder... Oder? Eckart! Papa! Unser verlorener Sohn. Hast du Langeweile oder ein schlechtes Gewissen? Das ist Georg Wilsberg, von dem ich euch erzählt habe. Tag. Tag, der Privatdetektiv. Genau. Eckart sagt, Sie hängen finanziell so ziemlich in den Seilen. Ach, sagt er das? Dann erzählen Sie es mal nicht weiter, sonst ist er wegen Verrat von Steuergeheimnissen dran. Ja, also wir müssen dann mal wieder. Sag mal, was ist eigentlich los? Warum ist die Polizei bei Thomas und Melanie? Warum besuchst du nicht einfach deine Eltern und erzählst ihnen alles haarklein? Eine ausgezeichnete Idee, nicht wahr, Eckart? Ja, das würde ich ja gern, aber ich muss Georg noch nach Hause bringen. Ich kämpf mich schon durch. Eckart. Thomas und Melanie, die können sich wenigstens gegenseitig stützen in so einer schwierigen Situation. Nein, nein, Mama, danke. Und wen hast du? Was soll das heißen? Du hast niemanden. Außer uns. Es gibt schon jemanden. Aber ich bitte dich, Eckart. Du und dieser verkrachte Privatdetektiv. Was soll denn das heißen? Und diese junge Frau, dieses junge Ding, von der du immer erzählst. Und dass der dieser Wilsberg bei sich wohnen lässt. Dieses junge Ding heißt Alex, ist mittlerweile eine erfolgreiche Rechtsanwältin. Und sie wohnt nicht bei Wilsberg. Wie konnte das passieren? Sehen Sie es mal so, Herr Farnhold. 25.000 Euro sind immer noch besser als das, was die Gegenseite gefordert hat. Ich bin davon ausgegangen, dass ich gar nicht zahlen muss. Und Ihr Chef hat mir versichert, dass wir gute Karten haben. Vor Gericht gibt's eben keine Garantie. Vielleicht hätte ein Anwalt mit mehr Überzeugung, für die richtige Sache zu kämpfen, auch mehr Erfolg gehabt. Manchmal muss man eben auch für seine Fehler bezahlen. Sehen Sie, genau das meine ich, Frau Hartkamp. Sie stehen nicht bedingungslos hinter mir. Du brauchst eine Frau, Eckart. Eine Familie. Alle deine Freunde in Horsthausen sind verheiratet. Jawohl, und haben ein Haus gebaut und Kinder in die Welt gesetzt. Ich bin noch nicht so weit. Erst neulich, da habe ich gedacht, wie könnte es sein? Mama, nein, nicht schon wieder. Ich bin schon groß. Ich kann das alleine. Die Silke ist so eine nette junge Frau. Welche Silke? Silke Sestendrup. Ihr habt doch schon im Sandkasten miteinander gespielt. Mama, das war vor 30 Jahren. Vielleicht ist sie mittlerweile fett und hässlich. Sie hat einen sicheren Job, Arzthelferin und sie ist nicht gebunden. Ja, ist sie nicht mit diesem... Freddy ist da weg. Der Blödmann hat sie sitzen lassen. Die möchte nicht mehr allein sein. Das habe ich ganz genau gespürt. Ja, ich denke drüber nach. Versprochen. Aber willst du jetzt etwa noch nach Münster fahren? Ich hab doch schon dein Bett überzogen mit der blauen Bettwäsche, die du so magst. Es ist doch immer noch dein Zimmer. Ja, Wagen 30, Ton 70, Sprachverständnis. Ich möchte, dass die ganze Gegend abgesucht wird. Jede Hütte, jedes Erdloch. Das wird Tage dauern. Wo ist der Bus? Welcher Bus? Der Bus mit den Leuten, die das interessiert. Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Kennen Sie diese Socke? Kennen Sie Wolfgang Schwenter? Schwenter? Hatte Max vielleicht irgendeinen Kontakt zu ihm? Der wohnt doch ganz alleine. Würde mich wundern, wenn der jemals mit ihm gesprochen hätte. Was ist mit Wolfgang Schwenter? Der Mann ist einschlägig bekannt. Was heißt das? Schwenter stand vor 10 Jahren vor Gericht, wegen sexuellem Missbrauch eines Jungen. Ja, aber er wurde freigesprochen. Aus Mangel. Kann ich Sie sprechen, Herr Overbeck? Herr Farnhold hat mich gerade angerufen. Das überrascht mich nicht.
Er war einer unserer wichtigsten Mandanten, Frau Holtkamp. Ich begreife nicht, wie Sie ihn derart vor den Kopf stoßen konnten. Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Mandanten haben immer recht. Als Anwältin dürfen Sie vielleicht etwas anderes denken, aber niemals sagen. Sehen Sie, da unterscheiden sich unsere Auffassungen. Ich möchte eine unabhängige Beraterin sein. Wo Sie gerade davon sprechen, Sie werden die nächste Zeit nur noch die Pflichtverteidigung übernehmen. Das wird Ihnen manche Illusionen rauben und Ihre Unabhängigkeit noch weiter voranbringen. Warum nicht? Menschen, die Pflichtverteidiger brauchen, sind wenigstens dankbar. Na, so ist das, wenn man in die Mühlen der deutschen Justiz geraten ist. Da muss man für alles als Sündenbock herhalten, egal wofür. Warum sagen Sie uns nicht einfach, wo der Junge ist? Weil ich es nicht weiß. Weil ich ihn gar nicht kannte. Habe ihn vielleicht ein, zwei Mal auf der Straße gesehen. Kannte? Wieso sind Sie davon überzeugt, dass er nicht mehr lebt? Sie müssen mir jetzt nicht das Wort im Mund verdrehen. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Wo waren Sie vorgestern Abend zwischen 20 und 24 Uhr? Ja, hier, wo sonst? Allein? Natürlich. Das kann auch niemand bezeugen, falls Sie das meinen. Hm? Bingo! Das hier war hinter einem Balken versteckt. Die gehört mir nicht. Das, das glaube ich Ihnen gerne. Sie gehört Max Rensing nicht, wa? Die will mir einer unterschieben. Da will mir jemand was anhängen hier. Spucken Sie endlich aus, wo der Junge ist! Ich weiß es nicht! Herr Schwenter, sagen Sie uns einfach, was sich hier vorgestern Abend ereignet hat. Ja, nichts. Ich habe ferngesehen. Mutantenstrahl, CSI Havixbeck oder Bauer sucht Kuh? Ich weiß nicht. Ich habe den Jungen nicht angefasst. Herr Schwenter, ich nehme Sie vorläufig fest. Wegen des Verdachts, den 12-jährigen Max Rensing entführt zu haben, strecken Sie Ihre Arme aus. Umdrehen. Sie haben Schwenter verhaftet. Verstehst du nicht? Schwenter, das ist derjenige, der Max... Was? Der ihn angefasst hat, der ihn umgebracht hat, der ihn gewürgt hat, der ihn mit seinen dreckigen Fingern... Hör auf damit! Der vergewaltigt hat. Hör auf damit! Max ist tot! Ist er nicht? Er ist tot! Ist er nicht? Er ist tot! Ist er nicht? Ist er nicht? Ist er nicht? Ist er nicht? Auf! Was ist, wenn er gar nicht entführt wurde? Sein Fahrrad ist weg. Er könnte doch auch einfach abgehauen sein. Sitzt jetzt irgendwo und traut sich nicht bei uns anzurufen. Wie haben Sie Max dazu gebracht, das Haus zu verlassen? Haben Sie ihn gelockt? Mit Geld? Oder mit was anderem? Ich warte auf einen Anwalt. Was ist denn dann passiert? Wollte Max nicht so mitspielen? Und Sie haben die Beherrschung verloren? Ohne Anwalt sage ich nichts. Lebt der Junge noch? Wenigstens das sollten Sie sagen. Oberbeck, Oberbeck. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Sind Sie, mal, sind Sie verrückt geworden, Oberbeck? Lassen Sie mich 5 Minuten mit dem Arsch alleine und ich prügel die Wahrheit aus ihm raus. Ich glaube doch nicht allen Ernstes, dass ich das zulasse. Wieso schützen Sie diesen Kinderschänder noch? Ich schütze ihn nicht. Aber er hat die gleichen Rechte wie jeder Verdächtige. Wir warten deshalb auf seinen Pflichtverteidiger. Was für eine Pfeife wird das wohl sein? Alex? Was machst denn du hier? Ich bin wegen Wolfgang Schwenter hier. Hast du seine Akte gelesen? Ja. Scheint kein besonders netter Zeitgenosse zu sein. Und wenn er 100-mal freigesprochen wird, für mich ist das Schwein schuldig. Das muss erst mal bewiesen werden, oder? Ja, ganz genau. Komm, ich mache euch mal bekannt. So, Herr Schwenter, das ist Frau Holtkamp. Sie sind Anwältin? Haben Sie überhaupt schon Ihr Jura-Examen bestanden? Ja, ich bin Rechtsanwältin. Ehrlich gesagt habe ich mich auch nicht darum gerissen, Sie zu vertreten. Natürlich können Sie Frau Holtkamp ablehnen, Herr Schwenter. Aber dann wird es dauern, bis Sie eine neue Vertretung bekommen. Ist egal. Sind ja sowieso alle von meiner Schuld überzeugt. Och Gottchen, mir kommen die Tränen.
Herr Overbeck, sparen Sie Ihre Kommentare, ja? Haben Sie meine Anwältin verstanden? Jetzt würde ich gerne mit ihr unter vier Augen sprechen. Ja, ja, gut, Overbeck. Sie haben eine Viertelstunde. Overbeck. Also? Was haben Sie mir zu sagen? Ich bin unschuldig. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es reicht, wenn Sie so tun, als ob. Vor 12 Jahren bin ich auch freigesprochen worden. Aus Mangel an Beweisen. Mehr verlange ich gar nicht. Es wird diesmal nicht gelingen. Es gibt die blutigen Kleidungsstücke von Max, die auf Ihrem Grundstück gefunden wurden. Die hat da irgendjemand versteckt. Wer? Der irgendwer, der Mörder, nehme ich an. Woher wissen Sie, dass Max ermordet wurde? Seien Sie nicht so naiv, Schätzchen. Der Junge ist tot. Nennen Sie mich nie wieder Schätzchen. Ist das klar? Sie machen mir Angst. Okay, ich hab verstanden. Übrigens kommt die Hälfte des Dorfes dafür in Frage, falls Sie jemanden suchen, der mir irgendwas anhängen will. Ich bin nicht besonders beliebt in Hausthausen. Das wundert mich nicht. Das ist eine Charakterschwäche. Ich mag keine Menschen. Hauptsache, Sie überzeugen das Gericht, dass die Beweise nicht ausreichen. Tschüss, Ecki. Sie wünschen? Ich brauche Ihre Hilfe. Wobei? Es gibt eine neue Lösegeldforderung. Ich denke, die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet. Ja, vielleicht war es ein Komplize. Ah. Ich habe es niemandem gesagt, weder meiner Frau noch der Polizei. Herr Rensing, ich verstehe Ihre Sorge um Max. Aber wenn Sie meine ehrliche Meinung hören wollen, ich glaube, hinter der neuen Forderung stecken Trittbrettfahrer. Der scharf ist auf Ihr Geld. Ja, das dachte ich auch. Aber in dem Brief, da stehen Sachen, die kann keiner wissen von außen. Herr Wilsberg, Sie sind der Einzige, dem ich vertraue. Ich bezahle Sie auch. Mich zu Ihnen setzen? Willst du uns nicht was zu trinken holen? Nein, eigentlich muss ich... Doch nicht jetzt. Draußen können wir bis morgen früh warten. Wie du das sagst. Vertrau mir. Dann probier's bitte noch einmal. Ihr gewünscht.
Becky, das darf doch wohl nicht wahr sein. Verdammt. Mit wem telefonierst du denn? Es ist nichts. Geh bitte wieder rein. Herr Wilsberg? Wäre es jetzt nicht an der Zeit, Max freizulassen? Max, der Junge, für den Sie das Geld kassiert haben? Ach, Sie sind dieser Privatdetektiv. Was ist mit dem Jungen? Lebt er noch? Ich habe ihn nicht entführt. Nein, für Sie war es eine gute Gelegenheit, schnell an Geld zu kommen. Thomas Rensing ist mein Partner. Umso schlimmer. Sie können das nicht verstehen. Es ist ganz anders, als Sie denken. Ich muss das auch nicht verstehen. Ich kenne Kommissarin, die hört Ihnen sehr gerne zu. Keine Polizei, bitte. Unsere Firma ist pleite. Keine Bank gibt uns noch irgendeinen Kredit. Und da hab ich gedacht, Sie dachten, das Lösegeld hilft Ihnen, über die Flaute zu kommen. Ihnen war die gemeinsame Firma wichtiger als das Kind Ihres Partners. Tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Was sind Sie für ein Vater? Wie kann man denn auf so verrückte Gedanken kommen? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Das war meine Idee. Wie viel hat Ecke Ihnen geliehen? 10.000. Die nehme ich jetzt. Und dann will ich Sie nie mehr wiedersehen. Silke. Welche Silke? Welche Silke? Na ja, Silke, deine Silke. Silke Sestendrup. Ach so.
Ja, und wo ist... Suchst du die Frau von gestern Abend? Nein, du bist... Manchmal habe ich Lust, mich ein bisschen zu verkleiden. Und ich bin drauf reingefallen. Ach, war das denn so ein Reinfall für dich? Nein. Es war... Meine Eltern freuen sich übrigens, dich wiederzusehen. Was? Deine Eltern wissen von uns? Ich habe eben mit denen telefoniert. Oh mein Gott! Mein Handy. Wo ist mein Handy? Ich brauche sofort mein Handy. Du hast mir gestern mein Handy weggenommen. Wo ist denn das? Mein Gott! Ich hätte es schon nicht behalten. Mensch, der Georg macht mich zur Schnecke. Wie spät ist denn das? Welcher Georg? Ach. Ecki. Mein Handy hatte auf einmal keinen Empfang mehr. Ja. Auf einmal. Wer hat dich denn abgelenkt? Niemand. Ich. Was ist das denn? Dein Geld. Hast du den Kerl erwischt? Den Kerl, der das Geld abgeholt hat. Ja und? Was und? Ach Georg, muss man dir alles aus der Nase ziehen? Was ist mit Max? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dein Cousin Thomas die Geldübergabe inszeniert hat. Thomas, das wird er nie tun. Das glaube ich nicht. Na, du glaubst ja auch, dass Horsthausen ein friedliches, idyllisches Dorf ist, in dem nur freundliche Menschen wohnen. Träum weiter, Ecki. Du siehst immer nur das Schlechte. Deswegen werde ich auch selten enttäuscht. Jetzt fahr endlich los. Sie haben bis jetzt keinen einzigen Beweis, dass Max im Haus war. Es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spur, nicht mal ein Haar. Wir werden etwas finden, da bin ich ganz sicher. Außerdem haben wir immer noch das Käppi und die Socke. Die an öffentlich zugänglichen Orten lagen, ja. Nicht zu fassen, Schwenter hat sie eingewickelt. Nein, aber bis zum Beweis des Gegenteils gilt auch für einen Typen wie Schwenter die Unschuldsvermutung. Er war's, das sagt mir mein Bulleninstinkt. Und ohne die Geschichte vor 12 Jahren, wären Sie da auch so überzeugt? Was spielt das für eine Rolle? Semper aliquid haeret. Etwas bleibt immer hängen. Seit wann können Sie Latein, Oberbeck? Großes Latino. Niemand steht vollkommen unschuldig vor Gericht. Damals konnte er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber diesmal werden wir ihn festnageln. Darauf können Sie sich verlassen. Wir machen hier weiter, wenn wir noch 10 Tage lang alles umgraben müssen. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Frau Holtkamp. Ich habe noch zu tun. Sie können ja in der Zwischenzeit bei Ihrem Mandanten Händchen halten. Kaffee? Nee. Davon hatte ich heute schon genug. Stress? Das kann man wohl laut sagen. Ich habe einen Mandanten, den möchtest du nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Und trotzdem könnte er unschuldig sein. Was außer mir scheinbar niemand für möglich hält. Rechtsanwalt kann manchmal ein ganz einsamer Beruf sein. Wolfgang Schwenter, mein Mandant. Du vertrittst Schwenter? Siehst du? Du reagierst genau wie alle anderen auch. Dabei hat er eine Chance verdient. Muss nur irgendwas finden, was ihn entlastet. Kannst du lange suchen. Eine Spur, die wegführt von Schwenter. Tut mir leid, Alex, ich kann dir nicht helfen. Oh, warum denn nicht? Kundschaft. Herr Wilsberg, ich wollte mich entschuldigen. Also ich bin davon überzeugt, dass Schwenter unschuldig ist. Du sollst einem... Schwenter hat meinen Sohn gar nicht entführt? Das ist Thomas Rensing, der Vater von Max. Das ist Alex Holtkamp, die Anwältin von Schwenter. Hallo. Das heißt ja, Max lebt noch. Herr Wilsberg, irgendjemand muss nach Max suchen. Unabhängig von der Polizei. Das geht nicht. Mensch, Georg, Anna Springer hat sich total auf Schwenter eingeschossen. Die unternimmt nichts. Lassen Sie uns nicht hängen. Eins möchte ich noch klarstellen. Ich
Ich mach das nicht ihretwegen. Und große Hoffnungen mache ich Ihnen auch nicht. Immer noch besser, als einfach nur zu warten. Max hat das Haus freiwillig verlassen, oder? Das sagt die Polizei, ja. Es gibt keine Hinweise auf irgendwelche Eindringlinge. Außerdem ist sein Fahrrad verschwunden. Kann ich mal sein Zimmer sehen? Wenn irgendwas ist, ich bin unten. Danke. Polizist. Und was machst du hier? Naja, ich versuche Max wiederzufinden. Wo ist Max denn? Das ist eine gute Frage. Komm, ich kann Wilsberg stören. Sie stört nicht. Sagen Sie, interessiert Max sich für UFOs? Wofür haben Sie sich denn interessiert, als Sie 12 waren? Oh, für alles Mögliche. Hauptsache, es war weit genug weg von zu Hause. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht was übersehen habe. Hat er irgendwas gesagt und ich habe nicht zugehört. Vielleicht glaubt er auch wirklich an UFOs. Von wem hat er das? Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht von seinem Vater. Thomas interessiert sich nicht für ferne Welten, dem reicht das hier. Und Ihnen? Reicht Ihnen das auch? Ich denke, das geht Sie nicht an. Ach, sagen Sie, was macht Max nachmittags, wenn er aus der Schule kommt? Er ist meistens auf dem Fußballplatz. Er trainiert zweimal die Woche und am Wochenende Spiele. Er verbringt fast mehr Zeit mit Nils als mit uns. Nils? Nils Erdl? Wer will das wissen? Georg Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Sie sind hier wegen Max, stimmt's? Ich hab gehört, Sie kennen ihn gut. Ja, ich bin viel mit den Jungs zusammen. Hat sich in letzter Zeit verändert? Was meinen Sie? Ja, der Tick mit den UFOs zum Beispiel. Tick? Sie glauben wirklich, wir sind allein im Weltall? Ja, außer auf Fußgängerampel ist mir in letzter Zeit kein kleines grünes Männchen begegnet. Sie sind weder klein, noch sind Sie grün. Aber Sie kommen regelmäßig zur Erde. Dafür gibt es genügend Beweise. Und die werden von unserer Regierung verschwiegen. Ah ja? Um das Wahlvolk dumm zu halten. Das ist genau wie die Sache mit dem World Trade Center. Ach, für den Anschlag sind auch die Außerirdischen verantwortlich. Nein, die CIA. Hammer. Es gibt eine Menge Dinge zwischen Himmel und Erde, die in keiner seriösen Zeitung stehen. Und die Außerirdischen, was machen die so? Sie beobachten uns. Manchmal holen sie einen Menschen in ihr Raumschiff und untersuchen ihn. Ist Max auch von einem Raumschiff entführt worden? Ich würde mich nicht wundern, wenn er in ein paar Tagen wieder auftaucht. Es kommt vor, dass Menschen tagelang verschwinden und sich an nichts erinnern können. Wenn mir sowas passieren würde, ich würde freiwillig zum Arzt gehen. Sie müssen es ja nicht glauben. Georg! Ich dachte, du bist fertig mit Horsthausen. Männer in deinem Alter sollen keine kurzen Hosen mehr tragen. Was wolltest du nur von Nils Erdl? Was hältst du von dem? Tickt nicht ganz richtig. Ja, glaubt an UFOs. Ja, sag ich doch. Ein Spinner, aber ein harmloser. Der kann gut mit den Jungs umgehen. Tschüss. Wir sehen uns. Wenn du in Horsthausen lebst, ist es nicht so abwegig, an Außerirdische zu glauben. Solltest mal die Typen sehen, die in einer Dorfkneipe rumhängen. Da denkst du, die Aliens sind schon gelandet. Annika. Hallo, Ecki. Grüß dich. Was darf's denn sein? Zwei Bier. Na, der Tag könnte, das ist ja entzückend. Lange nicht gesehen. Freddy Düsterbeck, der Mann, der die Chance seines Lebens verpasst hat. Was quatschst du da? Ich sag nur Silke Sessendrup. Die Frau kennt nur ein Thema. Heiraten. Tatsächlich? Mhm. Was hast du denn da mitgebracht? Ein Freund. Ein Freund? Hey. Ist es nicht der Schnüffler, von dem man sich erzählt? Und wenn? Hat sich ausgeschnüffelt, Fetti. Schwinter sitzt im Knast. Da
Danke. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich wusste gar nicht, dass das eine Frage war. Was machst du hier? Ich will in Ruhe mein Bier trinken, ohne mich blöd von der Seite anquatschen zu lassen. Also wir denken, dass es Schwenter war. Mach sie mal an. Sie können denken. Bist du krank? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das müssen Sie mir sagen. Sie kennen Horsthausen ja besser als ich. Ich würde vorschlagen, du trinkst dein Bier und dann verschwindest du von hier, Opa. Was ist das? Hey, halt die Luft an, Kevin! Kevin! Der Mann ist hier genauso Gast wie du. Und ich entscheide, wer hier bleiben darf und wer nicht. Ich muss los. Danke, stimmt so. Ich muss noch zu meinen Eltern. Grüß Mami schön. Von dir bestimmt nicht. Also, ey, noch so ein Ding, Leute, und ich sag's. Du schon sagst, eigentlich sind die Horsthauser ganz nett. Meistens jedenfalls. Viel Spaß bei deinem Familientreffen. Wieso, was hast du noch vor? Ich folge deinem Rat, ich lerne die Horsthausener besser kennen. Na, das kann unangenehm werden, hast ja gemerkt. Wieso? Ich bin eigentlich auch ganz nett. Meistens jedenfalls. Oh, Sie haben sich's anders überlegt. Naja, mir ist eingefallen, dass ich heute Abend noch nichts vorhab. Freut mich. Was redest du denn für einen Müll, Annika? Geh dich überhaupt nichts an, Kevin. Kevin, der Schrecken aller Lehrer. Bei uns in Münster sagen sie, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Oh, lustig, du Arschloch. Tschö, Annika, hier wird's uns zu laut. Tschüss, Frau Meyerbrink. Es gibt ja einen Grund, warum Thomas Rensing hier nicht so beliebt ist in Horsthausen. Er hatte mal 10 Angestellte. Und seit es seinem Betrieb nicht mehr so gut geht, hat er die meisten von ihnen entlassen. Das interessiert hier niemanden, Annika. Doch. Ich bin ganz Ohr. Ich will damit nur sagen, dass seine Ex-Angestellten ziemlich sauer auf Thomas sind. Und auf alle, die für ihn arbeiten, so wie Sie. Wie ist das mit Ihnen, Kevin? Haben Sie auch für Rensing gearbeitet? Muss doch ziemlich bitter sein, auf einmal viel weniger Geld in der Tasche. Da kann man schon auf fiese Gedanken kommen. Was willst du denn damit sagen, Fettsack? Ja, ist doch ein prima Motiv. Wer will schon auf Hartz IV zu Hause sitzen und den großen Jungs beim Spielen zugucken? Du traust dich ja was. Kevin, Schluss jetzt! Mal. Das hier ist keine Höhle und wir sind auch nicht im Neandertal. Verstanden? Ich bin eigentlich die Sanftmut in Person. Kevin, willst du an dem Typen nicht die Finger schmutzig machen? Wir sehen uns, Fettsack. Das ist ja schön, wie Sie meinen Umsatz heute in den Keller treiben. Ich dachte, zu zweit ist eh gemütlicher. Du hast ja für viel gedeckt. Erwartet ihr noch Besuch? Sie ist zufällig vorbeigekommen. Der. Hallo, Ecki. Silke! Mein wilder Stern, willst du mich heute Nacht wieder auf deine Hand nehmen? Richtig so, beschnuppert euch erstmal. Und wenn ihr nach dem Essen ungestört sein wollt, Mutti ist dann hier in der Küche. Und ich schalte mein Hörgerät ab. Nein, nein, ich muss morgen früh raus. Und Silke bestimmt auch. Aber ist mein Bett so gemütlich? Hat euch Ecki eigentlich letztens erzählt, dass wir uns getroffen haben? Nö. Wirklich? In der Tankstelle. Ganz zufällig. Lustig, nicht? Ja. Das riecht aber lecker, Mama. Sie können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem Dorf zu leben. Na ja, ist in Münster auch nicht viel anders. In 1 oder 2 Jahren bin ich hier weg. Na ja, was machen Sie dann? Keine Ahnung. Haben Sie Familien? Nein, also nicht im eigentlichen Sinne. Oh, Scheiße. Was denn? Es ist schon so spät. Ich finde doch hier bestimmt kein Taxi mehr. Ich könnte Ihnen ein Gästezimmer vermieten. Klingt super. So, da sind wir. Ich muss noch aufräumen. Und später? Mal sehen.
du noch mit drauf? Ich bin sowas von heiß. Zickig. Was? Wir sollten nichts überstürzen, finde ich. Vielleicht hast du ja recht. Ich will dich nicht überfordern. Das wäre auch bestimmt verkehrt. Ich melde mich bei dir ganz sicher. Freunde, vermute ich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Bett. Schade, dass Sie es nicht vorhin gesagt haben. Daran dürfen Sie nicht mal denken. Au! Oh. Au! Oh. Ich rufe einen Arzt. Nein, kein Arzt. Oh. Sagt dir der Held und weint dir in seine Kissen. Arzt oder Krankenwagen, Sie dürfen wählen. Arzt. Also ein, zwei Rippen könnten angebrochen sein. Sie sollten sich auf jeden Fall morgen röntgen lassen. Und vor allen Dingen ruhig bleiben. Sagen Sie es dem, der mich überfallen hat. Ja, die Horsthausener sind nicht einfach zu nehmen. Wenn man etwas macht, das ihnen nicht passt, dann bekommt man es an allen Ecken zu spüren. Au! Hören Sie dazu? Nein. Ich bin zugezogen. Aha. So. Für den Fall, dass die Schmerzen schlimmer werden, können Sie sich wieder anziehen. Danke. Behalten Sie ihn im Auge. Ich werde es versuchen. Nacht. Nacht. Oh, oh. Sie haben doch gehört, was der Doktor gesagt hat. Sie sollen brav im Bett bleiben. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Fast nichts. Ich? Ja. Wascht einmal, ihr hängt durch. Polizei hat die Suche bei Schanta eingestellt. Wir haben nichts gefunden. Hast du mir zugehört? Ja. Ich kann das doch nicht mehr. Thomas, ich muss dir was sagen. Mir geht's genauso beschissen wie dir. Wie geht's dir heute Morgen? Ich fühle mich, als hätte mich ein Pferd getreten. Kaffee? Später. Wo finde ich denn diesen Kevin? Der wohnt bei seinen Eltern, ganz in der Nähe von Schwenter. Aber Sie wollen sich doch jetzt auf... Nein, nein, nein. Ein Gespräch. Unter Männern. Was heißt klauen, Mann? Der braucht das nicht mehr. Schwinter sitzt so im Knast. Was soll das werden, Mann? Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe mich gestern ziemlich blöd benommen. Tut mir leid. Schon mal gesessen? Was geht denn dich das an? Harte Schule, oder? Mann, was soll das Gequatsche? Denken Sie, ich bin blöd? Ich weiß genau, dass Sie mich überfallen haben gestern. Kannst du beweisen? Das wäre das geringste Problem. Kevin, alles in Ordnung? Hier ist alles okay. Komm, Nils, hau ab! Hau ab, Mann, mach dich vom Acker! Ich könnte allerdings auf eine Anzeige verzichten, wenn Sie mir was über Rensing erzählen.
Schwenter war's. Wer sonst? Ihr Bruder Nils. Mein Bruder. Ein bisschen verwirrt im Kopf. Sieht überall Verschwörungen. Der ist ein Träumer. Aber der könnte keiner Fliege was zuleide. Wenn Sie meinen. Lass Nils aus dem Spiel, okay? Na klar. Sie sagt, sie hat den Jungen, diesen, diesen Max in einem Gartenhäuschen gesehen. Gefesselt. Nur weil mein Hund sich losgerissen hat, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Das ist die fünfte, die den verschwundenen Jungen in den letzten 3 Tagen gesehen haben will. Und meist hatten die Kinder überhaupt nicht die geringste Ähnlichkeit mit Max. Ich habe ihn nur aufgrund des Fotos in der Zeitung erkannt. Sie sagt... Ist schon gut, ich hab's gehört, ich komme. Schauen Sie sich das an, Chef. Zurück. Keine Angst, wir holen dich heraus. Hallo, wie heißt du denn? Leon. Was ist denn hier los? Overbeck, nehmen Sie die Waffe runter. Polizei, wir gehen einem Hinweis nach einem vermissten Jungen. Allerdings frage ich mich, was das da soll. Stefan! Lars, kommt sofort her! Ich habe Ihnen schon so oft gesagt, dass Sie diese blöden Indianerspiele sein lassen sollen. Es gibt Leute, die glauben, dass es Bielefeld wirklich gibt. In Filmen ist andauernd die Rede von Bielefeld, aber niemand kennt einen Menschen, der tatsächlich aus Bielefeld stammt. Mein Freund Manni zum Hier, Beispiel. In meinem Blog 101 Bielefeld erkläre ich die Bielefeld-Verschwörung. Sogar Stadtansichten wurden gefälscht. Schauen Sie hier, es ist eindeutig ein Modell. Ach, Nils. Und hier. Eine Radarfalle, die angeblich 10 Millionen im Jahr einbringt. Das ist doch verrückt. Mich interessieren mehr die Außerirdischen, also die, die Max entführt haben. Wieso? Bei diesen Untersuchungen im Raumschiff ist da schon mal jemand ernsthaft zu Schaden gekommen oder schon getötet worden. Ja, das kommt vor. Aber ganz selten, verstehen Sie? Das ist nicht geplant. Die wollen uns nicht töten. Wie war das in der Nacht, als Max entführt wurde? Ist dir irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ich war im Wald. Einfach so, ich wollte nachdenken. Da habe ich Lichter gesehen. Welche Lichter? Die kamen aus dem Innern eines... Ich weiß nicht, was es war. Da war jemand. Etwas. Und dann? Bin ich weggelaufen. Wo war das? Drüben im Klutenberg. Kannst du mir die Stelle zeigen? Nein. Nein, ich, ich weiß nicht, ob ich es wieder finden würde. Und mein Bruder hat es mir verboten, dorthin zu gehen. Wer hat denn diese bescheuerte Pressemitteilung rausgegeben? Ja. Es gibt nichts Neues, Frau Anwältin. Vielleicht doch. Wir wollen, dass ihr eine groß angelegte Suchaktion startet. Ah. Haben wir schon gemacht. Aber nicht um Klutenberg, dem Wald westlich von Horsthausen. Sie wissen doch was, Wilsberg. Ich habe einen Zeugen, der hat jemand gesehen, in der Nacht, in der Max verschwunden ist. Den Zeugen hätte ich gerne hier, in meinem Büro. Zuerst die Suchaktion, dann bekommst du den Zeugen. Wenn das auf Verschwendung von Steuergeldern hinausläuft, mein lieber Georg, dann stelle ich dir jeden einzelnen Euro in Rechnung. Du weißt schon, dass es nicht zulässig ist. Halt dich doch da raus, Alex.
Reifenspuren. Und hier ist die Erde frisch aufgewühlt. Stopp! Es ist Max. Wissen die Eltern Bescheid? Sie sind schon da. Wer ist der Zeuge? Wen haben Sie da draußen gesehen? Und erzählen Sie mir nicht wieder diesen Quatsch von irgendwelchen Außerirdischen oder der Bielefeld-Verschwörung. Sie werden mich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wer sind Sie? Die da oben. Ja, ich hab dir gesagt, dass er ein bisschen durch den Wind ist. Wenn Sie mir keine Namen nennen oder irgendeine Beschreibung liefern können, dann muss ich annehmen, dass Sie selbst Max getötet haben. Ich? Sie kannten Max gut. Max wäre Ihnen ohne zu zögern in den Wald gefolgt. Sie wollen mich einsperren. Tief unter der Erde. Nein, unsere Gefängnisse sind hell und luftig. Ach, Overbeck! Ja, was denn? Sie dürfen meinen Bruder nicht einsperren. Warum nicht? Weil er das nicht überstehen würde. Dann sagen Sie mir, was da im Wald passiert ist. Hören Sie, ich helfe Ihrem Bruder, wenn Sie mir helfen. Nils hat Max nicht umgebracht. Dazu wäre er gar nicht in der Lage. Gucken Sie ihn sich an. Was hat er Ihnen erzählt? Das gleiche wie einen anderen auch, dass er die Aliens gesehen hat. Das reicht mir nicht. Abführen. Nein, warten Sie. Er kam irgendwann nach Hause. Mit ein paar Klamotten von Max. Der Baseballkappe, der Socke. Er hat im Wald ein bisschen rumgebuddelt, die Sachen da gefunden, hat er gesagt. Und wie kamen Max Sachen auf Schwenters Grundstück? Ich habe sie da versteckt, um meinen Bruder zu schützen. Und wieso Schwenter? Als ich gesessen habe, habe ich erfahren, dass er mal wegen Missbrauch vor Gericht gestanden hat. Sie haben mir was versprochen! Ja, Sie kommen mit aufs Präsidium und Ihr Bruder zur Untersuchung in die Psychiatrie. Hallo, gehen Sie rücksichtsvoll mit ihm um, Overbeck. Ja, ja. Was hältst du davon? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nils ein Mörder ist. Es sei denn, er glaubt, er hat auf höheren Befehl gehandelt. Diesen Schwenter muss ich laufen lassen. Wir haben nichts mehr gegen ihn in der Hand. Sie haben sich ja mächtig für mich ins Zeug gelegt. Danke. Keine Ursache. Am Anfang dachte ich ja, Sie wären so ein Dummchen frisch von der Uni. Ich brauche nur noch ein paar Unterschriften, dann sehen Sie mich nie wieder. Ja, einen Kaffee trinken wir doch noch zusammen. Hm? Muss noch schnell eine Milch kaufen. Hey, Kinderschänder. Arschloch. Warten Sie hier. Beeilen Sie sich. Kriegst hier nichts mehr. Was soll denn das? Kauf deine Sachen in Zukunft woanders. Am besten packst du dein Zeug und verschwindest aus Haus. Sie muss jetzt jeden Tag mit Caroline zu Dr. Fahle.